zu spielen hier. Die Gäste sind in Führung gegangen mit 1:0 in der 12. Minute durch Cabana. Dann kam diese unschöne Situation. Dann kam zuerst der Ausgleich durch Esli in der 18. Spielminute. Und dann kam die Spieldauerstrafe gegen Corey Quirk, gegen den Mann mit dem goldenen Helm. Dann kam die Strafzeitenflut. Dann kam die Unterzahlsituation zu Beginn des zweiten Drittels, das die Rosenheim überstanden haben. Und dann kam Beppo Frank im Powerplay zum 2:1, der erste Überzahltreffer für die Star Bulls Rosenheim. Dann kam das 3:1 durch Petr Esli, wieder in Überzahl in der 46. Minute. Dann kam das 4:1 durch Stefan Gottwald, wieder in Überzahl. Und dann kam der Doppelschlag von Stefan Gottwald noch einmal zum 5:1 Endstand für die Star Bulls Rosenheim. Und die Rosenheimer bedanken sich. Die bedanken sich bei Beppe Meyer, beim Torhüter, der gut gespielt hat gegen seine früheren Mannschaftskameraden. Und sie freuen sich natürlich. Das war die richtige Antwort auf das Debakel beim ESV Kaufbeuren. Das war ein 5:1-Sieg, nicht gegen irgendjemand. Das war ein 5:1 gegen den amtierenden deutschen Meister der zweiten Eishockey-Bundesliga, gegen die Ravensburg Tower Stars. Mit diesem Endergebnis 5:1 verabschiede ich mich live aus dem Rosenheimer Gatron-Stadion. Stefan Mika, servus. Liebe Gäste, hier im VIP-Raum des Rosenheimer Katrain-Stadions darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Heute das erste Heimspiel im neuen Jahr 2012 der Star Bulls Rosenheim. Deswegen von mir zu Beginn die besten Grüße, die besten Wünsche zum neuen Jahr für Sie, für euch alle. Für Rosenheim, für die Star Bulls war es ein gelungener Start heute. 5:1 im Heimspiel gegen die Ravensburg Tower Stars. Die anderen Spiele sind noch nicht beendet zum Teil. Wir haben zwei Endergebnisse. Kaufbeuren schlägt Dresden mit 8:4. Lausitzer Füchse verlieren gegen Schwenningen mit 2:4. Und bei den anderen Spielen, da schaut es nach dem Sieg für Hannover gegen Rissersee aus. 4:2 war da, glaube ich, der letzte Stand. Bietigheim-Krimmitschau im letzten Drittel 1:1. Und Bremerhaven liegt gegen Heilbronn mit 1:3 im Hintertreffen. Bei mir darf ich begrüßen die beiden Trainer von den Ravensburg Tower Stars, Uli Hipsch, und unseren Trainer Franz Steher. Wie schon gesagt, 5:1-Sieg der Star Bulls vor 2719 Zuschauern. Die Torschützen des 0:1 durch Frederik Cabana, Ausgleich zum 1:1 durch Patrick Esslin im ersten Drittel, 2:1 Führungstreffer für die Star Bulls durch Beppo Frank im zweiten Drittel in Überzahl. Ja, und im letzten Drittel, da waren es dann 3 Überzahltore für die Star Bulls und alle 3 gehen auf das Konto von Kapitän Stefan Gottwald, so auch das 3:1, was ursprünglich Patrick Esslin zugeschrieben worden ist. Ja, Uli Liebsch, ihr seid heute nach Rosenheim gekommen, habt euch mit Sicherheit viel vorgenommen. Das Spiel ist, glaube ich, zunächst sehr zu euren Gunsten gelaufen, ist an die Führung gegangen, ihr habt dann viele Überzahlsituationen gehabt. Ihr habt auf eine Rosenheimer Mannschaft getroffen, die im zweiten und dritten Drittel auf einen Topscorer verzichten musste. Was ist schiefgelaufen bei euch, dass ihr mit einer deutlichen und, ich denke, verdienten Niederlage nach Hause fahren müsst? Ja, verdient ist sie. Rosenheim war im Endeffekt besser, das muss man ganz klar anerkennen, aber deutlich, ich denke mal, 5:1 Klassenunterschied war es über weite Strecken nicht. Erste Drittel von uns war gut, da kann ich zufrieden sein, in Führung gegangen, dann leider den Ausgleich noch kassiert, aber auswärts kann man das so nehmen. Dann im zweiten Drittel hatten wir die Möglichkeit 5:3 und das war, glaube ich, der Knackpunkt in dem Spiel. Wenn wir da das Tor gemacht hätten, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Wir hatten dann noch eine 3:2 Situation, wo der Christopher Ohrewitz leider allein vom Tor auf das Tor nicht trifft und das rächt sich dann später. Und dann hat Rosenheim gnadenlos eine Unterzahlchance ausgenutzt und das war eigentlich das Spiel. Im letzten Drittel natürlich ärgerlich, dass wir dann noch drei Dinge in Unterzahl kassiert waren, aber das war heute Abend einfach der Unterschied, dass Rosenheim stärker war im Überzahlspiel. Und deswegen haben sie im Endeffekt dann auch verdient gewonnen. Danke. Von mir gleich eine Nachfrage zum Spiel heute in der Szene in der 20. Minute. Der Corey Quirk, Rosenheims Topscorer, hat eine 5+Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten nach einem Zweikampf mit Frederik Cabana. Hast du die Szene gesehen oder hast du mit deinem Spieler schon gesprochen? Ich habe die Szene nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich mich gerade mit einem anderen Spieler auf der Bank unterhalten habe und mit dem Freddy habe ich jetzt auch noch nicht gesprochen, aber der Freddy ist normalerweise
kein Spieler, der irgendwie sowas provoziert, muss ich ganz ehrlich sagen, dann lege ich ihm die Hand für ihn ins Feuer und dann glaube ich ihm auch oder denke auch, dass was gewesen ist. Okay, noch eine Frage von mir. Ihr wart eigentlich ziemlich im Aufwind im letzten Spiel. Ihr habt, glaube ich, aus den letzten 6 Spielen 14 von 18 möglichen Punkten geholt. Was war jetzt von dir aus nochmal hier der Grund, warum es hier heute nicht geklappt hat, warum ihr einfach wieder eine Niederlage einstecken musstet? Ja gut, ich denke mal, um hier Punkte zu holen, muss man einfach eine Top-Leistung bringen in allen Bereichen. Ja, und ich sehe Rosenheim als eines der besten Teams der Liga. Und wenn man da nicht dann auch in allen Situationen im Spiel 100% da ist, wie wir heute dann eben im Überzahlspiel und diese Chancen nicht nutzt, dann verliert man so ein Spiel. Okay, danke. Wenn es Fragen gibt, dann kommen wir nachher noch dazu. Franz, Glückwunsch zum Sieg 5:1. Ich glaube, wir haben in dieser Saison hier zu Hause schon schöne Spiele gesehen. Verdiente Siege, unglückliche Niederlagen, wenn ich zum Beispiel an die Derbys gegen Kaufbeuren und gegen Landshut denke. Für mich war es heute die bemerkenswerteste, die kompletteste Leistung einer Rosenheimer Mannschaft in einem Heimspiel in dieser Saison. Wie siehst du das? Ja gut, man muss sagen, durch die vielen Überzahl, die Ravensburg gehabt hat, und speziell an das 5 gegen 3, so wie der Uli gesagt hat, das war der Schlüssel. Weil wenn du gegen 5 gegen 3 kein Tor schießen kannst, dann baust du den Gegner wahnsinnig auf. Und die Mannschaft war dann natürlich schon ein bisschen frustriert über die auch teilweise Schiedsrichterentscheidungen, die da gefallen sind. Und die haben gesagt, jetzt erst recht. Und alle Spieler, die da heute auf dem Eis waren, die haben eine Top-Leistung abgerufen. Und speziell mich freut es natürlich auch für den Peppi Meier, der ist ein bisschen blass geworden, wie ich gesagt habe. Er kommt halt rein, weil ein Mann ist was ins Kreuz geschossen beim Warmmachen. Und weil das war ja doch sein Verein letztes Jahr. Und da war schon. Es war sehr kurzfristig, 10 Minuten vor dem Spiel, 5:3. Er ist ein bisschen ruhig geworden dann, aber er hat hervorragend die Partie abgeliefert. Man weiß, wenn was passiert, dann ist er da und Respekt vor seiner Leistung heute. Und das ist nicht einfach für einen Torhüter. Wir haben einen neuen Miracle, das ist der beste Torhüter mit in der Liga. Und da vorbeikommen und dann nicht viele Spiele machen und dann reinkommen und dann bereit sein, eine gute Leistung abzurufen, das ist sehr bemerkenswert und für das haben wir auch geholt, dass man da jederzeit reagieren kann. Ansonsten kann ich der Mannschaft nur ein großes Lob zahlen aufgrund der sehr guten Unterzahl Spiele, die wir abgeliefert haben. Überzahl war natürlich sehr effektiv, das waren gute Schüsse, die abgefälscht waren. Aber das Glück brauchst du halt, wenn du halt gewinnen willst. Und mein Ravensburg hat eine sehr gute Serie vorher gehabt. Und ich glaube, die Scharte von Kaufbeuren, glaube ich, haben wir heute einigermaßen ausgewetzt. Du hast angesprochen, ein sehr gutes Unterzahlspiel, 8 Situationen ohne Gegentor, sehr gutes Überzahlspiel, 5 Situationen mit 4 Toren. Es ist zack zack gegangen. Ich glaube beim 2:1 hat es 12 Sekunden gedauert, beim 4:1 nur 9 Sekunden. Habt ihr das die letzten Tage im Training speziell geübt oder kann man sowas nicht üben? Da hätte ich wissen müssen, dass der Quirk nicht spielt, dass wir das üben können. Wir haben letztendlich dann eigentlich bloß noch eine Überzahl rein mit dem Asselin, mit dem Stevens und mit dem Gotti. Gebracht, weil da kommt bringen keine 2 Überzahlreihen mehr zusammen, die eingespielt sind. Und die waren auch nicht eingespielt. Die haben es halt ganz einfach gespielt. Schießen und dann ist halt meistens drin. Und das müssen wir halt immer machen bei Überzahl. Aber das war halt, das war schon durch die Umstellungen war es nicht so einfach. Ich habe auch teilweise dann am Anfang mit 4 Reihen begonnen, aber auch an Daxelberger zwischen mit Stevens und wenn Gottwald spielen lassen, ich wollte es einmal sehen, was der Junge macht. Der hat das sehr gut gelöst und na, ich war mit allem sehr zufrieden. Du hast gesagt, der Daxelberger war in der 2. Reihe. Da ist natürlich die Frage nach dem Simon Wenzel. Was ist da los? Wie geht's dem, der heute nicht dabei? Der hat einen gelben Zettel gebracht und ist krank. Okay. Gelben Zettel ist krank, heißt das längerfristig oder kannst du am Sonntag wieder zurückgreifen auf ihn? Das weiß ich noch nicht. Der wird am Samstag, bis Samstag ist er krank geschrieben, dann kommt er, dann muss man schauen, wie es ausschaut. Ja. Okay, gleiche Frage natürlich an dich, wie auch an den Uli.
die Szene in der 20. Minute mit der Spieldauer Disziplinarstrafe für den Colin Quirk. Hast du gesehen und hast du mit Colin schon gesprochen drüber? Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er am Eis liegt und sich den Unterleib hält. Der Colli hat gesagt, der ist mit dem Schläger irgendwie zwischen die Beine gewesen, hat ihn rausgezogen und hat dann daraufhin diese Spieldauerstrafe gekriegt. Ich kann es nicht sagen, ich habe es nicht gesehen, ich muss es auf Video anschauen und kann dazu Colli nichts sagen, also der sticht normalerweise nicht so. Aber ist wie es ist, der Schiedsrichter entscheidet. Er hat einmal einen Check von hinten gegen uns pfiffen und drüben hat er es nicht pfiffen. Die Wege der Schiedsrichter sind unergründlich oft. Die Wege der Schiedsrichter sind unergründlich, okay. Wir sind froh, dass du das Spiel, ohne dass wir über den Schiedsrichter wirklich reden müssen, gewonnen haben. Ich glaube, du bist auch froh drüber. Gibt es Fragen von Seiten der Pressevertreter oder aus der Runde an die beiden Trainer zum heutigen Spiel? Das ist nicht der Fall, dann noch kurzer Vorausblick auf Übermorgen, in Heilbronn geht es gegen den Tabellenzweiten, der heute höchstwahrscheinlich in Bremerhaven gewinnt. Sehr schwere Aufgabe. Kurzer Ausblick von dir. Und die Frage natürlich, wie wird es auf der Torhüterposition aussehen? Na gut, die Torhüterposition muss man jetzt schauen, wie es enorm geht. Ich will ja auf alle Fälle kein Risiko eingehen, dass dir längerfristig irgendwas fehlt. Das wäre kurzfristig entscheiden, wie der Gesundheitszustand ist und das muss ich kurzfristig machen. Und Heilbronn, gut, die spielen heute in Bremerhaven, die haben eine schöne Heimfahrt, vielleicht haben sie ein schönes Stehtreiben oder was weiß ich. Wünscht ja niemandem was Schlechtes, aber da müssen wir halt schauen. Heilbronn haben wir bis jetzt eigentlich immer gut gespielt, das ist eine Top-Mannschaft, speziell im Sturm. Ist sicherlich nicht einfach, aber einfache Spiele in der Liga dieses Jahr gibt es überhaupt nicht. Also da musst du gegen jeden Spieler alles abrufen, dass du gewinnen kannst. Ob das Bittigheim ist oder egal wer da wo ist, es ist sehr ausgeglichen und darum ist es umso bemerkenswerter, wo wir auch in der Tabelle stehen. Das muss man ganz klar so sehen. Okay, also wie gesagt, die Star Wars am Sonntag zu Gast in Heilbronn. Das nächste Heimspiel, heute in einer Woche, nächsten Freitag 19:30 zu Hause gegen den SC Rissasi im Derby. Wir hoffen natürlich auf mindestens genauso viele Zuschauer. Wir freuen uns, wenn wir Sie begrüßen dürfen.